Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, da sind wir mit kleiner Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen, aber wir sind ja da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt Hochstapler und Blender. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich nach außen extrem viel besser darstellen, als sie in Wirklichkeit sind. Also, die stellen sich viel erfolgreicher dar, viel wohlhabender, viel gebildeter, viel klüger. Und ich möchte gerne mit Opfern von Hochstaplern und Blendern sprechen oder vielleicht auch mit Partnern von Blendern. Habt ihr einen Blender an eurer Seite und habt das vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen, seid auch auf den reingefallen und nun habt ihr ihn an der Backe und wisst vielleicht gar nicht so recht, wie ihr ihn loswerden sollt. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch, kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder mailt domian@wdr.de in die Mail bitte eure Telefonnummer unbedingt mit reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht ist Gabi. Gabi ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Gabi, schön, dass du da bist. Hallo. Zu unserem Thema. Ja, Hochstapler also, und Blender. Ja, ich habe beides kennengelernt. Also es war ein Hochstapler und ein Blender. In einer Person? In einer Person. Er konnte alles, er wusste alles, er war reich, er war vorzeigbar, das war er allerdings wirklich. Also folgende Geschichte. Ja. Ich war Reiseleiterin, unter anderem auch in Portugal. Ja. Und ich war jahrelang alleine, habe mich nur um meine Arbeit gekümmert. Mhm. Und eines Tages kam dorthin ein unheimlich gut aussehender Mann. Mhm. Er gefiel mir sofort und es war der Blickkontakt da. Und ungefähr nach 14 Tagen kam er zu mir und fragte, ob er verlängern könnte. Mhm. Ich habe das natürlich gemacht, weil er mir ja auch gefiel. Ja. Und der Mann blieb aber 3 Monate. Ach, guck an. Also ein wohlhabender Reisender, würde ja, man da denken. Ne? Ja, ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wieso er das kann, mhm, was er beruflich macht. Und da erzählte er mir, er sei Psychologe mit eigener Praxis. Die haben es ja. Ja. Ne, wie man so hört. Und nun muss ich dazu sagen, da kam bei mir so dieses erste Gefühl, das stimmt fast nicht. Genau, wenn er eine eigene Praxis hat, kann er die so lange geschlossen halten? Ja, nein. Das hat sein Kollege übernommen. Ah ja. Na gut. Ja. Mhm. So, und ja, ich habe gemerkt, dass er also wirklich alles immer beobachtet hat. Mhm. Und es kam ihm so vor, als würde mir das Hotel gehören. Mhm. Also so erschien ich wohl. Das Thema Geld war auch immer wieder ein Thema. Also er hatte den Eindruck, dir würde das Hotel gehören? Ja. Weil ich da so lange schon drin wohnte und da ein- und ausging. Ja, ja. Und der Manager hatte mir alles überlassen und auch der Hotelier. Hin und her, auf jeden Fall hat er mir irgendwann gestanden, dass er meinetwegen verlängert hat, dass er sich in mich verliebt hat. Und du warst erfreut? Ich war erfreut und ja, wir sind dann an einem Abend weggegangen. Der Vollmond schien auf den Atlantik. Es war romantisch. Genau. Und es kam, was kommen musste. Ja, wir sind dann zusammengekommen. Wart ihr in dem gleichen Alter damals? Ungefähr? Ja, oder? War 3 Jahre jünger. Naja, gut, okay. War ja nichts falsch. So, ihr seid dann wirklich ein Paar geworden. Wir sind ein Paar geworden und dann fiel mir ganz schnell auf, dass irgendwas mit dem Mann nicht stimmte und ich sah auch, dass er irgendwann mal Tabletten zu sich nahm. Und die Pupillen waren auch ziemlich groß und dann habe ich mir die Haltung angesehen, die war nicht aufrecht. Also, was er vorgab zu sein, erfüllte er in keinster Weise. Wart ihr denn dann auch ein Paar in Deutschland oder nur in Portugal? Nee, das ging. Erstmal war das noch in Portugal. Wir sind dann auch nach 3 Monaten, musste ich auch wieder nach Hause. Mhm. Und dann waren wir noch in Deutschland. Mhm. Und meine Mutter und ich haben in einem Haus gewohnt. Jetzt war es den gleichen Namen nochmal. Und da war im Glauben, dass das Haus mir gehört, beziehungsweise meiner Mutter. Ich wurde für den Mann immer interessanter. Jetzt muss ich aber erstmal erzählen, dass er wahnsinnig tolle und teure Klamotten trug. Ja. Nur vom Feinsten. Ich will die Marken jetzt nicht so nennen. Ja. Und von den Schuhen angefangen. Und er hat dann auch bei mir gewohnt eine Zeit. Ich verstehe. Der war der Auffassung, dass du auch steinreich bist. Ja. Ja. Erstmal vom Hotel in Portugal. Ich verstehe jetzt. Dann ja, habe ich natürlich auch viel erzählt, wo ich schon überall war, ja, wo mich jetzt die Firma eingesetzt hatte, die Firma mit den 3 Buchstaben. Mhm. Und ich war wirklich überall eingesetzt, also innerhalb Europas. Mhm. Aber das hat ihm wahnsinnig imponiert. Dann hat ihm imponiert, dass ich eben halt so gut die Fremdsprachen konnte. Mhm. Wie hat sich dann die Beziehung weiterentwickelt?
Die Beziehung wurde katastrophal und ich war wirklich, das ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert, ich hatte das Gefühl, ich werde langsam abhängig von dem Mann. Wie lange wart ihr zusammen? Insgesamt waren es 4 Jahre. 4 Jahre? Unheimlich vielen Unterbrechungen. 4 Jahre. Ich gehe mal davon aus, so wie du es nur auch eingeleitet hast, dass der kein Psychologe war, dass der nicht viel Geld hatte und dass die Kleidung nur so ein Posen war, also so ein Angeben. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, da stimmt was nicht mit dem? Schon in Portugal? Ja, aufgrund der Tabletten habe ich gedacht, okay. Diese Geschichten, die er erzählt, die glaubt er wirklich selbst. Okay, aber wann hast du gemerkt, dann in Deutschland später, dass der halt auch nicht das hat, was er vorzugeben scheint zu haben? Er war mal weg und da habe ich dann, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, habe ich in seine Unterlagen geschnüffelt. Ja. Und da waren nur Briefe von Frauen drin. Und dann schrieb eine, ich möchte langsam das Geld zurückhaben, was ich dir geliehen habe. Die andere schrieb dann, ich kriege auch noch Geld von dir und so weiter. Könnte man ihn einen Heiratsschwindler nennen? Ja. So die Richtung. Die Richtung auf jeden Fall. Aber warum? Vom Hochstapeln bis zum Heiratsschwindler ist er nicht mehr weit. Genau. Warum warst du dann, wenn du schon so früh irgendwie da den Braten gerochen hast, warum warst du 4 Jahre mit dem zusammen? Das war einerseits, war das bei mir so ein absolut großer Reiz, immer noch mehr rauszukriegen, wie weit ein Mensch gehen kann. Mhm. Aber ich denke, das war vordergründig. Der hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und es war zum ersten Mal in meinem Leben, ich war ja auch schon 35, 38, ja. Ein wahnsinnig zärtlicher Mann. Ja. Innerhalb dieser 4 Jahre hat er da immer noch gesagt, er wäre Psychologe und hätte eine Praxis? Nein, das ging ja gar nicht mehr. Ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, weißt du lügst mich von morgens bis abends an. Mhm. Dein Kartenhaus ist jetzt mittlerweile zusammengefallen und ich muss dir noch etwas sagen, ich reiß dir jetzt die Maske runter. Mhm. Und ich hatte davor auch ein bisschen Angst, denn er konnte sehr, sehr bösartig werden bei aller Zärtlichkeit, aber Was war denn dann sein Gesicht, wenn als die Maske runtergerissen war? Was war ein er? Ein ganz verhärmtes, böses Gesicht. Mhm. Ein widerliches Gesicht, von der Schönheit war nichts mehr vorhanden. Von was lebte er? Von einer Frau, mit der er in Deutschland zusammenlebte, in einer Nebenstadt von mir. Ich komme also aus Essen und er wohnte ein paar Meter weiter. Und bekam monatlich 600 Mark. War das ist ja unglaublich. Und woher hat er das Geld gehabt für die feinen Klamotten? Von den Frauen. Immer von den Frauen, von irgendwelchen Frauen abgezogen. Hast du ihm auch letztendlich innerhalb der 4 Jahre viel Geld gegeben? Überhaupt nicht. Aha. Dass er dann aber... Von mir, aber da war ich ganz gewitzt, da war ich wirklich dann auf Zack. Aber dann wundert es mich, dass der wiederum dann 4 Jahre bei dir blieb, wo bei dir nichts zu holen war. Ja, ich sei angeblich seine große Liebe, aber er hat immer noch gehofft, als ich dann wirklich die Schau abgezogen habe und habe gesagt, meine Mutter verkauft jetzt das Haus, weil meine Mutter dann zu dem Zeitpunkt wegzog. Mhm. Ich habe ihn wirklich in dem Glauben gelassen, das ist unser Haus. Ich habe gedacht, das kann ich auch. Also hast du auch ein bisschen geblendet? Ja. Ja. Weil ich wollte wissen, ob er mich wollte immer noch oder wirklich jetzt die angeblichen Finanzen, die ja auch nicht so doll waren. Und als das dann zu Ende ging nach 4 Jahren, wer hat da den Schlussstrich gezogen? Ich habe das gemacht. Du hast das gemacht. Ich hatte dann inzwischen wieder eine tolle Arbeit und da hat er auch wieder gedacht, ich verdiene wahnsinnig viel Geld, habe ich gar nicht, es war ein Durchschnittseinkommen. Und jetzt muss ich dazu sagen, du bist ja wohl in Köln, dann kennst du bestimmt auch die Firma Olimar Reisen. Ja, kenne ich nicht. Nee, ja, ist aber ganz bekannt für Portugal und Italien. Mhm. Ja. Da hatte ich mich beworben und die wollten mich auch haben. Mhm. Und dann hat er mir das dort kaputt gemacht. Er war also in allem ein Mann, der auch zerstörerisch war, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Ich bin hinterher dahinter gekommen, dass er mich ganz klein haben wollte, dass ich devot werden sollte ihm gegenüber. Also war und das dann am besten noch Geld geben. Ja, also war das schon ein, das war eine heftige Sache in deiner Biografie, allerdings. Wirklich, aber so, dass dir das auch nie wieder passieren würde. Nee, hundertprozentig nicht. Da hast du deine Lehren rausgezogen. Habe ich, hundertprozentig. Ja, es ist aber so, dass mir durch diesen Menschen, er hat mir auch meine Arbeit kaputt gemacht, beziehungsweise ich habe mich ja dazu verleiten lassen. Suchen wir die Schuld nicht nur bei ihm. Ja. Aber ich habe diesen tollen Job nicht mehr. Mhm. Gut, ich wollte irgendwann mit der Touristik Schluss machen. Aber da sieht man mal, wie verfänglich äußere Ausstrahlung ist, ne?
dass man so schnell in die Fänge von einem Menschen gerät, wenn er toll aussieht, wenn er charmant ist und so weiter. Tolle Klamotten und genau. Dann das Auftreten auch, und er wirkte sehr belesen. Und nach einer gewissen Zeit, ich sag mal schon nach 4 Wochen, habe ich aber gemerkt, dass sein Repertoire eigentlich schnell erschöpft war. Liebe Gabi, ich danke dir für die Geschichte. Okay, alles wünsche dir alles Liebe. Und dir wollte ich noch sagen, du bist ein Engel auf Erden. Oh, das ist aber sehr nett, dass du sagst. Sehr nett. Ich bedanke mich vielmals. Liebe Gabi, alles Gute. Tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt Hochstapler und Blender. Kennt ihr einen Blender in eurer Umgebung? Habt ihr vielleicht einen Blender sogar an eurer Seite? Und ich würde vielleicht auch, nicht vielleicht, ich würde sehr gerne auch mit jemandem reden, der sich dazu bekennt, dass er gerne übertreibt, dass er sich reicher, schlauer, klüger und wohlhabender darstellt als er und erfolgreicher als er eigentlich ist. Also Hochstapler und Blender, das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, entweder als Blender oder vielleicht wart ihr das mal früher und habt euch dann doch eines Besseren besonnen und seid anders drauf gekommen. Oder auch gerne mit Opfern von Hochstaplern und Blendern. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Elisabeth und die ist 68. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Elisabeth, guten Morgen. Jetzt geht es mir wie anderen. Ich bin aufgeregt und zitter. Jetzt warte ich erstmal auf Ihre Frage. Ja, aber wir duzen uns. Ich duze sicher auch und dann machen wir das halt. Ne? Dann ist das alles einfacher hier. Alles klar. Ja, hast du einen Hochstapler oder Blender auch in deinem Leben? Beides erlebt. Als Ehemann. Als Ehemann. Ich habe ihn mit 16 kennengelernt, war mit den Eltern zum Tanzen, wie sich das früher gehörte. Mhm. Und da war er Kurzmann aus dem Ausland hier. Die Familie ist uns bekannt. Meine Eltern sind beide Ärzte gewesen. Und wie man so schön sagt, es waren treue Patienten. Mhm. Und für die war also diese Familie selbstverständlich und ohne Tadel. Mhm. Aber es gibt auch schwarze Schafe. Und das war eben der Älteste, der Diplom-Ingenieur ist, in Aachen studiert hat. Und den ich an diesem Abend kennenlernte. Ich ging noch zum Gymnasium. Ja. Meine Mutter war sofort hin und her und dann war eine Verabschiedung und ja, nach Wochen kam dann mal ein Briefchen, das war mehr so ein Wetterbericht. Ja, also warst du 16 Jahre? Ja. Wann hast du ihn geheiratet? Wie alt warst du da? Da war ich 19. 19 Jahre. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Wir sind immer noch zusammen. Ach, ihr seid immer noch zusammen? Ja, also da sind alle entsetzt, das heißt aber wir leben getrennt. Er hat also... Das heißt, lass mich unterbrechen. Du hast dein Leben mit diesem Mann verbracht, von dem du sagst, das ist eigentlich ein Blender, ein Hochstapler. Ja, und ich bin auch zurück zu meiner Mutter, habe das gesagt, ich gehe kaputt, ich halte das nicht aus. Ja. Und da hat sie gesagt, ja, so sind Männer nun mal. Und ihr war die ganze Sache unangenehm. Wenn mein Vater noch gelebt hätte, da hätte es also gedampft, da hätte sofort die Tochter mit Kind nach Hause geholt. So, wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust mit diesem Mann, was war so das Heftigste, was der so an Schwindel und Blenderei an den Tag gelegt hat? Er wirkte immer, wie die Dame vorher schon sagte, sehr charmant, sehr höflich, sehr freundlich, dass sogar die Nachbarschaft sagte, ja, wir verstehen das gar nicht, dass da irgendwas schief war. Hm. Und als ich 28 war, war ich mal beim Arzt und er sagte, Sie sind eine ausgesprochen gute Schauspielerin. Ich habe längst durchschaut, was bei Ihnen zu Hause los ist. Was ist denn da zu Hause los gewesen? Es war eine Filmszene, die in der Familie ablief. Es war nichts normales, zärtliches, wie es in der Familie zugeht mit Kind. Es war alles. Okay, aber was war jetzt das Hochstaplerische an ihm? Er war viel unterwegs, weil er im Außendienst war. Mhm. Und wir hatten dann auch fürs Alter Geld angelegt. Das Hochstaplerische war, dass er, als er zurückkam aus dem Ausland, erst nochmal studierte. Da bin ich dann später hintergekommen, weil er überhaupt keine Versicherung, nichts hatte. Und Moment. Also wenn er nochmal studiert, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Das ist ja eine tolle Sache, wenn jemand nochmal später studiert. Ja, ein Semester Volkswirtschaft, damit er in die Technikerkasse kam. Okay, nochmal, was war das Hochstaplerische? Womit hat er andere Leute geblendet? Es wurden nur die dicksten BMWs gefahren. Obwohl ihr euch das eigentlich nicht hättet leisten können. Genau. Ja? Es wurde das schönste Haus in Horam gekauft. Obwohl das Geld eigentlich nicht dafür da war. Ja, genau. Ja. Da habe ich also schon abgestopft, weil er nämlich von dem Ober...
Straße Rektor Girden das Haus kaufen wollte. Ja, wir müssen jetzt die Namen nicht nennen, das ist jetzt völlig egal. Ja, ich meine nur jetzt, auf welchem Level er war und er kam von Null. Ja. Und ich habe immer gesagt, er hat die Arzttochter geheiratet und nicht mich. So, als du das dann angefangen hast zu durchschauen, ja. Wieso hast du dann nicht auf den Tisch gehauen und hast gesagt, Mensch, nicht mit mir, ich gehe. Ja, wo sollte ich hingehen? Ich habe es dreimal versucht. Meine Mutter hat mich zurückgeschickt, hat ihn angerufen. Die Frau gehört zum Mann. Also kam er mit dem dicken Blumenstrauß und begrüßte die Oma. Und dann wurde ich wieder eingepackt und zurück. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Wie lange bist du jetzt von diesem Mann getrennt? An und für sich 20 Jahre unter einem Dach. Ach so. Ja gut, das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Was war er eigentlich vom Beruf? Er war Diplom-Ingenieur und hatte also Vertretungen von Mess- und Regeltechnik. Ja. Hat er denn da auch noch nach außen noch mehr versucht, sich darzustellen, als er eigentlich ist? Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ich habe das also mehrfach erlebt, wenn ich mal mitgefahren bin. Ja. Und war dir das denn nicht alles peinlich, wenn du das schon durchblickt hast, dass das alles gelogen war und er da so angegeben? Er sagt also, Mädchen, du bist nicht ganz dicht. Was du da so erzählst, das stimmt nicht. Also ich war in seinen Augen, er wollte mich immer klein haben. Okay, die Frage war aber, ob dir das nicht peinlich war, wenn er vor anderen sich da so aufgespielt die hat. Die haben das nicht gemerkt. Ah ja. Das hat also er hat das perfekt gespielt und perfekt inszeniert. Ja, perfekt, ist heute noch perfekt. Ja. Sprecht ihr noch miteinander heute? Nein, schon lange nicht. Weil es ist auch gar nicht möglich, er streitet alles ab. Ihr habt Kinder? Einen Sohn, ja. Und auf welcher Seite steht der? Wir waren immer ein Herz und Seele und plötzlich dreht er sich zu meinem Mann um. Es ist mir ein Rätsel, wieso. Aber mein Mann hat eine Ausstrahlung, sei es auf Frauen, sei es auf Männer. Die gehen auf ihn zu und sagen, also wir verstehen Sie nicht, Sie haben noch einen so netten Mann. Und bei meiner Mutter würde ich sagen, die war ihm hörig. Sie schimpfte. Hat deine Mutter bis zum Schluss das nicht kapiert und nicht durchschaut? Doch, dann schon. Sie war später im Altenheim. Ja. Wenn er sie besuchte, sie strahlte ihn an, sobald die Tür zu war, sagte sie, tu den Kerl raus, ich kann den nicht sehen, der hat nur dich geheiratet und unser Geld geheiratet. Hat er denn so viel Geld dann auch von der Familie bekommen? Ja, natürlich. Ja, das schon. Also wirklich alles, ob das Steuergelder war. Ob das, das heißt, da kam eine fette Erbschaft auch von deinem Vater und das ist dann zu ihm auch hingeflossen. Das ist also immer aufs Konto geflossen. Ja. Und gab es denn irgendwann auch mal ein etwas Schönes und Zärtliches zwischen euch beiden? Nein. Das heißt, du hast eine Ehe gehabt, von der du im Nachhinein sagst, im Prinzip hätte ich die auf den Müll werfen können. Aber ja. So krass und so heftig. So krass, ja. Sagst du es? Ja. Und ich kann also nur sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Ehevertrag. Es ging also jetzt so weit, dass wir hatten ein wunderschönes Haus in Horem. Das ist also unter den Hammer gekommen. Dabei stellte sich heraus, dass er seine Seite belastet hatte, was ich gar nicht wusste, dass das sein durfte. Und das Geld, was also fürs Alter angelegt war, war auch weg. Und als ich sagte, ja, und wovon soll ich leben? Ja. Und dann sagt er zu mir, dann pack doch mal einen nackten Mann in die Tasche. Hat er eigentlich noch mal andere Frauen geheiratet? Oder? Nee, verheiratet seid ihr ja noch. Gibt es da noch Verbindungen? Weißt du irgendwas? Hat er eine neue Frau? Das weiß ich nicht, aber mein Vater würde sagen, der hat mit Sicherheit mehrfach durch den Zaun gegrast. Verstehe. Elisabeth, ich danke dir für deinen Anruf und dass du mir das aus deinem Leben erzählt hast. Naja, ich sitze halt jetzt hier in einer kleinen neuen Wohnung und sterbe fast vor Einsamkeit. Ich bin da weggezogen und man hat sich auch nicht gekümmert, wie es mir weitergeht. Ich musste also sehen, wie ich mich weiter durchschlage. Ne? Und im Moment, das war also im November jetzt, dass das über die Bühne gelaufen ist. Das ist ja verrückt, dass dieser Mann dich auch das ganze Leben dann begleitet hat und negativ begleitet hat. Bis heute. Ja. Letztendlich, so kann man sagen. Ne? Ja. Elisabeth, trotz allem wünsche ich dir alles Gute und alles Liebe von ganzem Herzen. Ich danke auch vielmals. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Hochstapler und Blender. Ich möchte gerne mit Blendern sprechen, die von sich aus sagen, ja,
ich bin ein Blender und ich stehe dazu. Oder die sagen, ich war mal ein Blender und habe ein riesen schlechtes Gewissen und auch gerne mit Leuten, ja, mit Opfern von Hochstaplern und Blendern. Herzlich willkommen, Romy. Romy ist 44. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Romy. Ja, und zwar wollte ich jetzt nach ganz, ganz vielen Jahren endlich mal von meinem Vater sprechen, auf den er hundertprozentig zutrifft. Ich bin aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und mein Vater war Lehrer, Diplom, ne? Mhm. So, und der hat Oberstufe gelehrt, Staatsbürgerkunde und so weiter. Und alle Kinder so in der Altersklasse von 15, 16, so, die haben uns immer beneidet, ne? Die immer, oh, dein Vater ist so cool, ey, unser müssen wir tauschen und pipapo. Und aber mir war immer ein Kloß im Hals, weil ich immer nur gedacht habe, wenn ihr wüsstet. Also er war in der Schule sehr nett zu den Schülern und ein toller Typ, ja, so nach außen. Natürlich, vor allem zu den Mädchen. Ah ja. Und jetzt sage ich dir noch die Kehrseite davon, weil zu uns, ich habe nur eine Schwester, die ist 38 und ich bin 44, wie gesagt, und mich hat er vergewaltigt, missbraucht, schon von 12. Lebensjahr an bis 17, bis meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und erst ganz, ganz viele Jahre später, so, da war ich glaube ich 32 oder 35, habe ich dann zufällig mal irgendwie von einer Freundin, von meiner Schwester gehört, dass meine Schwester sehr komisch reagiert auf bestimmte Textzeilen aus Liedern, wo dann rauszuschließen war, dass er das auch mit meiner Schwester gemacht hat, die sehr viel jünger war und zu der Zeit wahrscheinlich erst 6 Jahre. Schau mal eben, sie hat auf Textzeilen von Liedern seltsam reagiert? Ja, von Toten Hosen oder ich weiß jetzt nicht, Bösen Onkels oder so, dass da ging's, ich kann es nicht mehr sagen. Achso, da geht es irgendwie so um die Thematik und dann hat sie darauf reagiert. Ja, genau. Die ist dann aufgesprungen und ist dann weggerannt heulend und meine, die Freundin, die hat die dann die ganze Nacht gesucht und hat mich dann panisch angerufen. Ey, was ist denn bei euch da los gewesen? Also, ein wirklicher Blender nach außen, der tolle Mann, der nette Lehrer, der einfühlsame Pädagoge vielleicht. Ja, vom Aussehen her, groß, schlank, ne, so arisch. Ne, und niemand hätte vermutet, dass er mit seinen eigenen Kindern so schlimm umgeht. Im Leben nicht. Im Leben das auch nicht sagen, weil der war Lehrer, der war in der Partei und der war überall beliebt. Ne? Und das hätte uns nie einer abgekauft, wenn wir es erzählt hätten, erstens, und zweitens, wir hätten es uns gar nicht getraut. Wir haben zu Hause so viel erlebt, wir hatten nur manches Mal Todesängste vor denen. Ne? Hat er euch geschlagen auch? Oh, ja, natürlich, mit allem, was er in der Hand gekriegt hat. Der war so cholerisch, ne? Richtiger Choleriker. Wie ich das aber weiß mittlerweile, dass das bei vielen Lehrern ist, Oberstufe, wenn die Schüler in der Schule patzig sind und die Lehrer dürfen denen keine kleben oder so. Ja, dann. Wobei das wahrscheinlich in der DDR damals strenger zuging als heutzutage, ne? Wo, in der Schule? Ja. Glaube ich, dass es dann... Also die Lehrer durften trotzdem sich nicht an den Kindern vergreifen. Nee, aber ich glaube, dass man da mehr Respekt hatte vor den Lehrern, als das heute so der Fall ist. Naja, wie auch immer. Du hast gerade gesagt, das war so schnell erzählt, er hat sich sexuell missbraucht im Alter zwischen 12 und 17? Ja. Und mit 17 habe ich es dann meiner Mutter gesagt, er hat es jahrelang nicht geglaubt, ne? Und mein Vater hat auch viele Schwestern und Geschwister noch. Und eine Tante hat zu mir klipp und klar gesagt, wenn du hier bei mir anrufst und erwähne das bloß nicht, sonst lässt sich mein Mann scheiden. Wo ich dann immer nur gedacht, und vor Jahren wollte ich bei dir schon mal anrufen, da hat mein Vater noch gelebt, weil nach der Grenzöffnung hat er in schwer erziehbaren Heim gearbeitet. Und da habe ich so viele Sendungen gesehen, Talkshows, wo so geschädigte Kinder da gesprochen haben, dass man denen ja nie geglaubt hat, dass die Erzieher sich an dem vergangen haben, aufs Übelste. Das heißt, du hältst es für möglich, dass dein Vater das auch gemacht hat? Ja, aber du bist sicher sogar? Ich bin sicher, Lass mich nochmal zu der Mutter fragen. All die Jahre hat die angeblich nichts gemerkt? Dieses angeblich, ja, da gab es schon viele, viele Gedanken und viele Streitpunkte drüber. Also ich habe seitdem ich 17 war, habe ich das erste Mal zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, das ist nur manchmal bei den Müttern die Fassungslosigkeit, dass sie das nicht glauben wollen. Die hat im ersten Moment aggressiv und patzig reagiert. Oh ja, erstmal war, es war wirklich Hölle bei uns die ganzen Jahre, auch was sie mitgemacht hat. Und wir waren 5 Kinder und ich schätze fast, und sie war auch arbeiten, 3-Schicht-System, auch nachts manchmal in der Kinderkrippe. Und sie hat es nicht mitgekriegt. Ja, und sie hat auch einen schweren Stand, wie du sagst, auch bei dem Mann gehabt. Ja, sie hatte auch keine Macht gehabt oder so, die war da machtlos. Nach der Grenzöffnung, nach der Wiedervereinigung, hast du ihn angezeigt? Nee, also ich habe, sagen wir mal so, als ich dann ausgezogen bin und so,
Ich habe dann ein Kind gekriegt mit 20, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Der hat eine Polizistin dann gehabt, die hat er abgezockt ohne Ende. Die hat keiner hat das mitgekriegt und ich habe mir das nie getraut. Das war noch DDR, da war noch, wo ich 17 war, nicht die Grenze auf. Ach so. Aber als er dann dieses schwer erziehbaren Heim geleitet hat und du so ein bisschen schon deine... Ich wusste nicht das Heim, ich habe das nur gehört dann in, dass er eben da gearbeitet hat. Aber auch da kam nicht die Idee, ihn anzuzeigen. Nee, ich hatte mit 20 eine kleine Tochter gekriegt und ich bin dann auch hier rüber nach dem Westen abgehauen, kurz vor der Grenzöffnung. Ich habe sehr viel Stress selber um mich gehabt und es war ziemlich lange so in diesen Schubläden, wo das auch sehr lange drin bleiben kann. Ja, ja. Bis dann irgendwelche akuten Ereignisse wie Trennung oder irgendwas kommt. Ja, dann kommt es hoch, ja. Genau. Der Mann ist jetzt wie lange tot? Ich glaube 3 oder 4 Jahre. Ich weiß auch nicht, ich mache mir da nicht mehr so viel Gedanken. Hast du denn hinterher nochmal mit dem Kontakt gehabt? Ja, zwischenzeitlich einmal. Da hat er mitgekriegt, dass ich ihn suche. Da hat er mich angerufen. Ich hätte lieber gern die Adresse gehabt, weil ich wusste, dass der eine junge Frau wieder mit Kind hatte. Und Kind auch, die Frau war öfters unterwegs, wegen der Arbeit und so. Und das kleine Mädchen schützen für ein kurzes Röckchen und Pipapo. Und da hat sich mir der Magen umgedreht. Aber der hat sich immer verleugnet lassen, der hat auch keinen Kontakt mehr zu seinen eigenen Kindern. Also es hat nie eine Anzeige stattgefunden. Leider nicht, leider nicht. Und vor ein paar Jahren noch, wo ich bei dir schon mal wegen sowas anrufen wollte, da wo der noch gelebt hat, wo ich eigentlich dann gerne gehabt hätte, dass ich vielleicht über deine Hotline da ein paar Leute vielleicht gefunden hätte, die echt selber noch nach diesem Menschen suchen und ihn angezeigt hätten, weil da gibt es ja eine Verjährungsfrist. Da hätte ich gerne so meinen Namen vielleicht sogar durchgesagt und gesagt, wer der Betroffene war von diesem Mann, von diesem Lehrer. Nur ist diese Chance natürlich vertan. Ne? Das und selbst die Polizei hat mich damals ausgelacht, wo ich 32 war, warum ich nicht mit 18, wie sie sich manchmal auch das so denken, wie man so locker flockig darüber reden soll. Wie hast du von dem Tod deines Vaters erfahren? Oh, das war irgendwie ganz zufällig. Ich kann das gar nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Was war das dann für ein Gefühl? Ein Gefühl der Erleichterung? Der Genugtuung vielleicht? Ich habe atmen können, das erste Mal richtig. Ich habe so mit Asthma so ein bisschen zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Zeit, ich war richtig atemfrei, das erste Mal in meinem Leben. Also es war wirklich so, als hätte man echt endlich so, wie soll man das sagen, als hätte man die Welt vom Teufel befreit oder keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Aber dieser Mensch war endlich unter der Erde und konnte keinem mehr was tun. Weil da habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, so den ganzen Menschen, hätte ich doch mal den Arsch gehabt, ne? Und hätte mal früher, ich sage das jetzt so, jetzt wie ich das denke, und hätte mal angezeigt, aber ich habe deine Sendung, die kenne ich, ich habe schon mal bei dir angerufen vor 13 oder 14 Jahren, wegen Abtreibung war das Thema. Und da habe ich schon manches Mal gedacht, hätte ich das doch früher gemacht, da hätten ganz viele Frauen auch, weil der hat viele junge Frauen hinter meiner Mutter noch gehabt und auch Kinder mit denen. Und wer weiß, was da mit denen alles gemacht hat. Das ist jetzt, das hätte man, okay, das ist jetzt, da müssen wir nicht mehr drüber reden, das ist jetzt gelaufen. Also, und wo ich vor Jahren bei dir anrufen wollte, da hat meine Mutter zu der Zeit noch gesagt, willst du mich jetzt wieder blamieren? Die hat immer Angst um ihren Ruf. Wie ist denn jetzt im Moment das Verhältnis zu deiner Mutter? Jetzt im Moment gut, weil ich habe mir schon die ganzen Jahre sehr viel Gedanken gemacht, weil ich, klar haben viele gesagt, das müssen Mütter mitkriegen, ja? Die haben noch viel und. Aber wenn man wirklich rund um die Uhr beschäftigt ist mit Arbeit und noch, dann kommt man nach Hause und hat direkt den nächsten Ärger, Stress bis zum Totschlag fast und so weiter, dass man Angst um sein Leben haben muss. Also, das war auch ein wirklich dann ein Blender in dem, wie du es gerade beschrieben hast, in deiner Kindheit und deiner Jugend. Danke auch für deinen Anruf, Romy. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Joachim ist hier. Joachim ist 37. Guten Morgen. Guten Domian, grüße dich. Hallo Joachim. Schön, dass du da bist. Ja. Bist du ein Blender? Ein Hochstapler? Ja, ich habe also mich heute bei deinem Thema sehr angesprochen gefühlt. Also angesprochen wie eigentlich noch nie. Und habe gedacht, ich rufe dich mal an. Also man kann es schon so sagen. Also man könnte mich schon als Hochstapler und Blender bezeichnen. Ach, das ist ja dann auch sehr mutig, dass du dich hier meldest. Ja, weil ich jetzt dabei bin, dieses alte Leben, sag ich mal, abzulegen und eben ein neues, wichtigeres anzufangen. Ja, wie sah denn das alte Leben aus als Blender? Das alte Leben sah so aus, dass ich in teuren Luxuslimousinen, die ich mir natürlich geliehen hatte, in teuren Clubs vorgefahren bin mit teurer Markenkleidung und Champagner geschlürft habe und zum Beispiel oder nach Sylt gefahren bin und da in Kampen mich aufgehalten habe in Etablissements. Also ein Leben, das mir normalerweise gar nicht zusteht, sag ich das mal. Das heißt, zusteht, aber nicht zu mir gehört. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe sehr lang studiert, Soziologie, habe es eigentlich nicht beendet und habe da relativ viel gejobbt, habe da auch ganz gut
verdient, konnte viel Geld zurücklegen, weil ich keine Ausgaben hatte, aber auch ein bisschen was. Ja gut, aber das waren keine Reichtümer, das war halt so Jobs. Keine Reichtümer, aber das war Geld, das halt da war. Und hast aber nach außen hin dich dargestellt, als wärst du wirklich ein ganz steinreicher Mann. Richtig, ja. Und auch beruflich vorgegeben, ich bin selbstständig und so weiter. Unternehmer. Ja. Also wenn du in Kampen auftrittst, auf Sylt, da ist ja nun eine ganz bizarre, reiche Szene. Das ist richtig. Und wenn du dich ja mit diesen Leuten unterhalten hast, die wirklich bisweilen steinreich sind, ist also das nicht... Ich war eigentlich Zaungast. Ich habe jetzt nicht den direkten Kontakt mit den Leuten gesucht. Achso, du warst nicht in dieser... getraut. Sie also. Ich war nur in diesen Lokalitäten und war sozusagen vor Ort und habe dann auch... sagen wir mal, einen Cocktail mal für 30 Euro mir bestellt und habe das so beobachtet. Ach so. Aber letztendlich doch nicht den richtigen Kontakt aufgenommen zu diesen Leuten. Also ich war eigentlich, ich fühlte mich eigentlich, ich wollte dazugehören, war aber doch nicht dabei. Ja. Hast du denn, wenn du in der Disco, in Diskotheken zum Beispiel Mädels kennengelernt hast, hast du denen dann auch irgendeine Story erzählt, was du für... Ja, natürlich. Ich habe natürlich nicht erzählt, dass ich Studienabbrecher bin und dass ich schon im Sicherheitsdienst gearbeitet habe und solche Sachen, sondern ich habe erzählt, ich bin selbstständig. Und als was? Warst du selbstständig angeblich? Ich war noch nie selbstständig. Ne? Nee, ich meine, was hast du den Frauen gesagt? In welcher Branche selbstständig? Ich habe dann erzählt, ich habe eine eigene Firma und mache einen Export nach Afrika oder so. Also ganz verrückte Sachen. Und draußen stand der Jaguar oder die S-Klasse ja, oder so? Ja, genau. So was wurde da durchgezogen. Und finanziert hast du dieses Leben dann mit deinen Jobs? Oder hast du dich verschuldet? Überwiegend mit den Jobs nicht, sondern mit diesen ersparten Beträgen, die ich halt noch hatte und die jetzt natürlich auch weg sind. Also aber das ist ja schon mal insofern beruhigend, dass du keinen Menschen abgezockt hast irgendwie betrogen hast. Also ich habe mich nur selbst dargestellt und habe halt hochgestapelt. Ich habe mich hier als jemand präsentiert, der ich nicht bin. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Das waren jetzt ungefähr 3, 3,5 Jahre. Weil das geht ja noch. Das geht noch. Davor war ich relativ vernünftig. Auf einmal habe ich dann wohl, ich weiß nicht warum, was der Auslöser jetzt war. Ja, was ist der Auslöser? Was steckt dahinter? Warum macht man sowas? Ja, ich denke mal, der Auslöser ist im Grunde natürlich eine Selbstwertproblematik erstmal, dass man dadurch versucht, Selbstbewusstsein aufzubauen, was man nicht hat. Nur das hat sich so, das war eine Spirale nach oben. Also das wurde immer mehr. Also es hat am Anfang hat jetzt... haben die Markenklamotten nicht mehr gereicht, da musste auch ein teurer Wagen vor der Tür stehen. Mhm. Dann mussten Visitenkarten angefertigt werden, wie es gar nicht gab, sagen wir mal. Das ist ja schön, auch Visitenkarten? Ja, ja. Mit einer Firma drauf? Ja, ja, genau. Ja, richtig. Abgefahren. Und so hat sich das halt immer mehr gesteigert, ja. Aber du konntest dann doch nie lange Kontakt mit einer Frau halten, weil irgendwann durchblickte die das doch. Ja, das spätestens dann, wenn die zu dir nach Hause kam, ne? Weil du das musste vermieden werden. Ja, ja. Und das war dann immer nur für den Moment. Und wenn ich sie das nächste Mal dann wieder da gesehen habe, in der Lokalität, konnte man sich wieder bewundern lassen. Aber näher Kontakt konnte natürlich nicht, weil das sonst aufgeflogen ist. Letztendlich ein sehr frustrierendes Leben, ne? Richtig. Nach außen hin postet man so, man stellt was dar, aber es ist ja nur ein Luftballon, in dem man reinsticht und die ganze Sache ist geplatzt. Ja. Jetzt bist du auf dem Trip, du willst wieder normal werden. Ja, also du fährst wieder mit einem Polo vor und ziehst von H&M-Klamotten an. So nicht ganz so krass. Der Übergang ist natürlich jetzt noch die Übergangsphase, aber ich denke mal, dass ich langfristig, weil ich jetzt auch eine Familie gründe, ich werde Vater, dass ich da in normale Bahnen wieder komme. Achso, du hast eine Frau kennengelernt? Ich habe doch eine kennengelernt, die das natürlich dann auch durchschaut hat. Da habe ich am Anfang auch gesagt, naja gut, das ist mein Dienstwagen, das war dann auch ein geliehener Wagen. Nur das flog dann nach einer Zeit auf, aber der Kontakt blieb bestehen. Und die hat sich das nicht übel genommen? Und doch. Die missbilligt das sehr und ich muss das immer trennen. Also die aber sie ist immer noch bei dir. Ist noch bei mir, aber sie hat es jetzt nicht so schlimm gefunden, sich zu trennen, sondern sie hat doch den guten Kern gesehen, sag ich jetzt mal, und hat dann gesagt, naja gut, mit dem kann man ja doch was anfangen. Hast du es vielleicht sogar dieser Frau zu verdanken, dass du jetzt auf eine ordentliche Bahn wieder kommst? Ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt Vater werde und auch mit ihr zusammenziehe, auch habe ich es schon mit ihr zu verdanken. Also ich weiß nicht, wie das sonst weitergegangen wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich verschuldet. Ja, das wäre der nächste Schritt gewesen, ne? Wenn du das immer weiter gemacht hast, dann kommen die Schulden. Und was kommt dann? Was kommt dann? Ne? Geht man dann doch in die Illegalität? Dann kommt der große Absturz. Wärst du, wenn du so ganz kritisch in dich hineinschaust, wäre das möglich gewesen, dass du sogar irgendwie kriminell hättest werden können, in welcher Weise auch immer? Ja, kann ich mir vorstellen. Das schon. Kann ich mir vorstellen. Also da hätte ich jetzt keine Skrupel gehabt, straffällig zu werden, da irgendwas an Land zu ziehen und noch Gelder an Land zu ziehen, das hätte ich mir vorstellen können. Ich wundere mich immer, dass Leute das so beeindruckt. Ich war vor einiger Zeit auch mal auf Sylt in Kempten, aber ich habe nicht in Kempten gewohnt, weil ich das so abstoßend fand. Diesen Reichtum, diesen perversen zur Schau getragenen Reichtum, fand ich so widerlich. Ja. Ich kann ja nicht verstehen, dass man dazugehören möchte. Ja, doch, es ist ein gewisser Reiz, halt die
sagen wir, die Blicke der anderen, ja, ist schon ein gewisser Reiz. Und es gibt dann natürlich auch Selbstbestätigung und das ist ja halt schon der Kick in dem Moment, ne? Also, aber diese Leute, die warten wirklich alle so, ich darf mal das natürlich nicht verallgemeinern, aber nein. Es war so leere Gesichter hatten die alle. Und wenn man nach Westerland in den normalen Ort fuhr, da war es wieder gut. Da waren normale Menschen wie du und ich und man konnte sich wohlfühlen. Ja, das ist alles sehr aufgebauscht, blasiert. Ich meine, die Leute, die da sind, die haben natürlich richtig Geld, aber vom Charakter, das ist wahrscheinlich auch nicht so weit her. Mhm. Und ich habe halt versucht, da so eben mal so kurz mal so reinzugucken und eben auch mal kurz mitzuspielen. Mhm. Was natürlich langfristig... Interessant wäre natürlich gewesen, wenn du auch versucht hättest, in diese gesellschaftlichen Kreise reinzukommen. Ja. Das wäre natürlich nur komplizierter gewesen für dich, das dann zu spielen. Ne? Das wäre möglich gewesen, nur letztendlich hat da dann auch wieder Selbstbewusstsein gefehlt, wirklich dann da Kontakt aufzunehmen und Leute anzusprechen. Das habe ich mich dann letztendlich doch nicht getraut. Ja, und da muss man, glaube ich, auch schon sehr, sehr trainiert sein, auch in den Gesprächen, dass man sich da nicht verrät. Wenn man mit einem Bauunternehmer redet und man gibt vor, selbst ein Geschäft zu haben und hat gar keine Ahnung davon, ist das natürlich schwierig. Das habe ich dann nicht gemacht, aber zumindest habe ich so als Soundgast da halt versucht mitzumischen. So, jetzt Hand aufs Herz. Heute, jetzt beginnst du irgendwie schon ein anderes Leben. Mhm. Ist so ein Rest Faszination von dieser Glitzer- und Glamour-Welt der Reichen doch noch in dir? Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man am Abend zwei Flaschen Dom Perignon dann mal eine Runde schmeißt, der kostet dann eine 300 Euro, 600 Euro, dann holt man die Scheinchen da aus der Tasche und gibt dann mal einen aus und man ist im Partyrausch und man ist im abgetrennten Bereich und dann wird man angeguckt von den Normalsterblichen unten. Mhm. Das hat schon was. Mhm. Aber es ist natürlich eine Scheinwelt für den Moment und die ist nicht alltagstauglich. Mhm. Was machst du jetzt beruflich im Moment? Also ich arbeite jetzt in einem Hotel. Also ich habe bisher auch relativ Low-Level-Jobs gemacht. Ich habe im Sicherheitsdienst gearbeitet und bin also ganz normal bürgerlich. Und ganz normales Einkommen? Also ja, eher weniger. Eher weniger sogar. Als mehr. Ja. Und das war halt die Diskrepanz in den letzten Jahren. Ne? Also dieses normale, das Sein und dieses zur Schau getragene Leben. Das war extrem. Also ich freue mich, dass du auf die Bahn jetzt wieder gekommen bist, auf die du gerade beschrieben hast. Dank deiner Frau wahrscheinlich, deiner Freundin. Ja, ja, ja. Und auch. Ich sag's nochmal, du hast ja niemandem geschadet. Du hast ja nur dir geschadet. Ich habe nur mein Geldbeutel, mein Konto. Ja. Sonst keinem eigentlich. Wie viel Geld hattest du denn da angespart eigentlich? Ja gut, das waren dann schon mal Beträge von 12.000, 15.000 Euro, die da durchweg sind. Also heftig, ne? Für nichts, einfach nur so raus. Einfach nichts. Für gar nichts, ja. Das ist so. Ja, aber aus Schaden wird man klug und man reift mit jedem Erlebnis, was man hinter sich hat, jeder Erfahrung. Ich denke, mit 37 sollte man dann auch so langsam mal authentisch werden. Kannst du alles dann mal irgendwann deinen Enkel und deinem Kind erzählen? Ja, nach der Mutter, ich war früher mal drauf, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Genau. Joachim, danke für den Anruf. Ja, keine Ursache, war schön mit dir geredet zu haben. Ja, gebe ich gerne zurück. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Daniel ist hier. Daniel ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Daniel, auch ein Hochstapler und Blender. Ja, Blender vielleicht nicht, aber Hochstapler schon. Ach, da bin ich aber gespannt. Erzähl. Ja, ich ziehe den Eltern meiner Freundin ein bisschen was Geld aus der Tasche. Du ziehst den Eltern deiner Freundin Geld aus der Tasche? Ja. Was sind die Eltern denn vom Beruf? Die eigentlich ganz normale Leute, sie haben halt einiges geerbt und haben ein Mehrfamilienhaus, haben eigenes Eigentum mehrfach. Also die haben schon ganz gut Kohle. Sie haben ganz gut Kohle und wenn ich sage, bei mir geht irgendwas kaputt oder der Urlaub war was teurer mit meiner Freundin wie geplant, ja, dann schießen sie einfach Geld dazu. Also ich sage, der Urlaub hat 10.000 Euro gekostet, mich hat da nur 3.000 gekostet, dann geben sie mal eben 5.000 Euro dazu. Ist das jetzt ein reales Beispiel? Das ist ein ganz reales Beispiel. Mensch, du sagst, der Urlaub hat 10.000 Euro gekostet? Ja. Wo wart ihr denn da in Urlaub? Wir sind zum Beispiel jetzt über Weihnachten in die USA geflogen zum Shoppen. Ja. Unfassbar. Eure Tochter hat sich was mehr auch Klamotten ausgesucht. Und wie viele Tage wart ihr weg? Wir waren 10 Tage weg. 10 Tage hat 10.000 Euro gekostet, hast du den Schwiegereltern gesagt. Richtig. Aber es hat in Wirklichkeit nur 3.000 gekostet. Genau. Ja, aber das kriegt doch deine Freundin mit. Was sagt die denn? Die sieht keine Rechnungen, gar nichts, weil das Geld, einfach ich. Der Mann verwaltet die Kasse. Richtig. Aha. Und das funktioniert bei uns allen Mann frei. Ja, wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? Etwas über 2 Jahre. Und das Spielchen geht auch schon 2 Jahre? Ja, so fast, ja. Wie viel Geld hast du denn da schon so über den Daumen schon abgezockt von den... 60.000 bis 70.000 Euro. Boah, bist du wahnsinnig?
Eigentlich alt? Kann man das schon fast sagen, ja. Nein. Weißt du, was man sagt? Nicht, du bist wahnsinnig, du bist ein Betrüger. Das Geld kommt ja irgendwann wieder meiner Meinung nach zu ihr zurück, weil ich bin ihr absolut treu. Ja, aber Mensch, Daniel, das ist dann nur wirklich, wirklich Betrug, was du da machst. Was würde denn deine Freundin sagen, wenn die das erfahren würde? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme mal an, dass dann Feierabend wäre und dass ich das ganze Geld, was ich zur Seite geschafft habe, oder auch mit meiner leichten Spielerei, die ich auch noch habe. Deine leichte Spielerei, was heißt das? Ich treffe mich also nicht jeden Tag mit ihr. Ich fahre so 2 bis 3 Mal im Monat mindestens ins Casino. So, dann fließt das Geld also nicht mehr zurück zu ihr, wie du es gerade gesagt hast, sondern es fließt ins Casino. Ja, teilweise, ne? Teilweise hole ich auch gute Gewinne raus. Ja gut, das ist ja immer so das beim Spiel, dieses Lockmittel, und hinterher steht man da ohne. Hast du denn dieses ganze Geld, diese 60.000, 70.000 Euro mehr oder weniger verspielt? Nein. Wie viel Geld hast du da noch irgendwo gebunkert? Also ich habe maximal verspielt 8.000 bis 10.000 Euro. Den Rest, die Gewinne und so weiter, habe ich alles zur Seite geschafft. Das ist auch fest angelegt. Ja, aber du machst das aber ganz professionell. Das ist auch fest angelegt. Ja, natürlich. Was machst du vom Beruf? Ich bin noch in der Ausbildung. Als was? Ich arbeite in einem Krankenhaus. In einem Krankenhaus? Ja. Darf ich fragen, als was? Ich arbeite dort in einem OP. Ja. Und mache da eine Weiterbildung. Du bist aber nicht Mediziner. Nein, ich bin kein Arzt. Du bist kein Arzt. Mit 28 eine Ausbildung noch im OP? Was ist das? Wir haben eine Ausbildung geschmissen, dann wieder eine neue angefangen, eine geschmissen. Und jetzt habe ich eigentlich meinen Traumberuf gefunden. Und was ist das genau für ein Beruf im OP? Also ich bin technischer Assistent, also ich assistiere an den Ärzten. Aha. Ist das jetzt auch eine Blender-Nummer oder stimmt das? Das stimmt. Ich bin mir da nicht so sicher bei dir jetzt. Nein, das ist wirklich mein Job. Dementsprechend verdiene ich nicht allzu viel Geld. Ja. Und wenn ich sage zu meiner Freundin, ich habe Dienst, dann fahre ich meistens ins Casino. Da wir als Auszubildende nicht so viele Dienste machen. Ja. Maximal 1 bis 2 im Monat. Und dann also, komme ich halt. Also es ist nicht nur der materielle Betrug, sondern du belügst auch deine Freundin bezüglich deiner Freizeit. Gut, du gehst nicht fremd, aber dafür gehst du in ein Spielcasino. Richtig. Und du hast überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein. Es fängt, glaube ich, langsam an, weil ich habe mich langsam an die Beziehung gewöhnt und an die Frau gewöhnt. Mittlerweile, sage ich einfach mal, fließt ein bisschen mehr Geld, wie früher geflossen ist zwischen uns beiden. Ich gehe sehr häufig mit ihr mittlerweile essen. Sie weiß auch, was wir da mit dem Essen mittlerweile für ein Geld ausgeben. Wir gehen also nicht in 0815 Cafés oder Restaurants. Wir gehen schon was teurer essen und so weiter. Okay, aber was hat das mit Unrechtsbewusstsein zu tun? Verstehe ich nicht. Ja, hat das Geld alles ihrer Eltern, ne? Was ich jetzt verjubel mit ihr. Ja, schon. Das macht die ganze Aktion nicht besser. Sind die Eltern denn noch kein einziges Mal irgendwie ein bisschen nachdenklich geworden oder misstrauisch, wenn du so immer wieder so viel Geld forderst? Ja, wie gesagt, wenn das Auto kaputt ist, dann komme ich halt mal eine Woche oder anderthalb Wochen mit dem Fahrrad zu den Eltern. Und dann sagen die auch, Junge, komm, hier hast du ein paar tausend Euro, lass dir das mal reparieren. Richtig. Und immer wieder so machst du es auf die Tour. Ja, oder bei mir in der Wohnung, wie gesagt, ist der Wasserschaden, ist ein Rohrbruch und so weiter. Ich bin gerade nicht flüssig. Dann springt das Geld schon von den Eltern rüber. Daniel, ich sage jetzt mal eine Prognose. Ja? Ich sage jetzt mal eine Zahl. Ich glaube, dass 95% unserer Zuschauer und Zuhörer dich absolut unsympathisch finden, aufgrund dessen, was du tust. Okay. Wie empfindest du das? Ja, ich komme halt mit der Nummer immer wieder durch und werde einfach nicht dabei erwischt. Ja, das ist ja keine Erklärung. Das kann ja der Hochkriminelle genauso gut sagen. Und das ist eine kriminelle Energie, die du da an den Tag legst. Und ich finde das auch alles andere als sympathisch. Mhm. Ich finde es erstaunlich, dass du mich anrufst hier und mir das erzählst. Denn du konntest dir ja denken, dass ich nicht sage, boah, Daniel, sau gut, was du da machst, cool. Warum hast du mich angerufen überhaupt dazu? Weil ich einfach über meine Probleme reden will und versuchen will, mich irgendwann mal zu bessern.
Ja, das habe ich schon mir irgendwie auch so ein bisschen gedacht, dass man, dass da schon doch ein Unrechtsbewusstsein ist. Sonst, wenn du absolut mit dir im Reinen wärst, dann würdest du natürlich nicht hier anrufen und dich von mir kritisieren lassen. Nein, ich habe einfach etwas Angst davor, dass vielleicht nicht meine Freundin, sondern die Eltern was davon mitbekommen, mich eventuell sogar anzeigen. Ja, aber hallo. Und das sogar wahrscheinlich mit Recht. Aber mit absolutem Recht. Und mit absolutem Recht. Die Frau ist halt meine große Liebe. Ja, und die hast du jetzt schon, im Prinzip machst du das alles kaputt durch dein Verhalten. Ja, richtig. Du machst es kaputt. Denn die Gefahr... Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich aus dieser Nummer raus soll. Na, indem du zum Beispiel sofort alles, dieses gesamte Verhalten stoppst. Das ist schon mal der allererste Schritt. Mhm. Nun weiß ich nicht, wenn man das 2 Jahre so perfide geschickt gemacht hat wie du und dann noch in ein Casino geht, ob du das von heute auf morgen abstellen kannst. Das glaube ich einfach nicht, dass ich das schaffe. Bist du denn, würdest du sagen, jetzt kommt Hand aufs Herz, bist du spielsüchtig? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, dann heißt das für mich schon ja. Das kann gut sein, weil ich bin immer oder zu 98% mit Plus aus dem Casino raus. Mhm. Weil ich immer nur spiele, wo ich mir relativ sicher bin. Hast du denn dieses Verhalten, dass du so andere Leute so geschickt abziehst, auch vorher schon praktiziert, bevor du deine Freundin und die Schwiegereltern kennengelernt hast? Also so extrem, wie ich es jetzt mache, vorher nicht. Aber so in Ansätzen? In Ansätzen schon, aber da bin ich relativ früh aufgeflogen, was meiner Meinung nach auch gut war. Mhm. Mittlerweile, meiner Meinung nach. Früher war das absolut beschissen für mich. Mhm. Und ich sehe es mittlerweile etwas anders, wie ich es jetzt sehe. Wenn du dich im Spiegel anguckst. Geht nicht. Nein. Weil du dich schämst. Ich gucke mich einmal morgens im Spiegel an und sage, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem, so ungefähr. Mensch, Junge, da muss aber ganz, ganz schnell was passieren. Du hast dich da schon erheblich reingeritten. Ja. Aber du hast dich richtig in die Scheiße geritten, sage ich jetzt mal. Ich könnte sogar, wenn ich die Arschbacken zusammenkneife, den Eltern innerhalb von einem halben Jahr alles zurückzahlen. Ja, das wäre gar kein Problem. Weil ich habe einiges von dem Geld, wie gesagt, zur Seite geschafft. Und angelegt. Ja. So, das wäre doch mal ein Deal. Das ist doch eine interessante Überlegung. Ich meine, das ist insofern ja interessant, dass du nicht alles alles verballert hast, das Geld. Das heißt, ist mir wiederum das Geld zu schade, weißt du, eigentlich. Ja, aber wenn man, aber na gut, ja, wasch mich und mach mich nicht nass. Ja, also, genau. Also wenn du dich jetzt verändern willst, dann geht das nur mit der Radikalmethode. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, sogar dieses Geld jetzt zurückzuzahlen, Mensch, dann mach es. Also du meinst, hingehen, den Eltern... Ja, definitiv. Arsch auf den Tisch setzen und Hose runterlassen und alles beichten. So. Ich glaube, da gibt es jetzt gar kein Taktieren und eventuell und Schwamm drüber und so. Du riskierst natürlich, dass deine Freundin sagt, pass mal auf und tschüss, das war's dann. Okay. Aber vielleicht respektiert sie das auch, weil sie das wahrscheinlich dann auch wiederum kapiert, was das bedeutet, wenn man sich dann selbst anzeigt vor den Eltern quasi und dann noch den Schaden wieder gut machen will, dass sie das vielleicht honoriert. Das wären dann wahrscheinlich ganz lange Gespräche zwischen dir und deiner Freundin. Aber für dich, für dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, wäre das der absolut richtige Weg. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber davor, natürlich habe ich dafür ein Kribbeln in der Haut. Ja. Dass das keinen Spaß macht und dass das kein Zuckerschlecken ist, ist mir auch klar. Aber die Chance liegt da drin, Daniel, dass du die Kohle hast. Mhm. Das finde ich eine ganz große Chance. Dass du sogar sagen kannst, passt mal auf hier, ich habe extrem Scheiße gebaut. Ich bin da so reingeschlittert. Mir tut das irre leid. Ich zahle euch das schon mal jetzt zurück. Und wenn noch was übrig bleibt, zahle ich es euch auch nachträglich zurück. Leg alles radikal auf den Tisch. Aber wirklich alles. Ich glaube, ich garantiere dir, dass du für dein Selbstbewusstsein und für deine innere Haltung nur und nur gewinnen kannst dadurch. Und wenn du mit der Spielerei nicht im Klaren kommst, dann hol dir da professionelle Hilfe. Ja. Ich glaube, dass du dieses auch radikal unterbinden musst. Ja gut, da sehe ich ein größeres Problem drin, weil, wie gesagt, ich bin fast immer mit Gewinnen raus. Ja,
Gut, aber da musst du mit Fachleuten reden, die sich da auskennen. Ja, ganz klar. So, das ist ein Stichwort jetzt für mich, dass du mit meinem Psychologen über diese Spielsucht noch eine Weile redest und dass er dir ein paar Sachen an die Hand gibt, an Adressen. Okay. Und das andere habe ich dir alles gesagt, was du machen musst. Ich danke dir schon mal dafür. Ich wünsche, dass es so gelingt und dass du wieder auf die ordentliche Bahn kommst. Das fände ich schon sehr richtig und sehr gut. Ja, deswegen habe ich auch angerufen. Mhm. Weil du bist eine Person, mit der man wirklich reden kann. Danke dir dafür. Daniel, ich wünsche alles Gute. Ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Christian. Nee, die Christine, Entschuldigung. Die Christine, 20 Jahre, guten Morgen. Ja, hi. Jetzt habe ich schon einen Mann aus dir gemacht. Nein. Du bist eine junge, nette Christine. Ganz genau, ich bin 20. Und du bist eine Blenderin? Nein. Ich war mit einem Hochstapler und Blender zusammen. Erzähl mir alles. Also es fing damit an, wir haben uns im Internet kennengelernt. Mhm. Und er hat mir versichert, dass er arbeitet. Mhm. Und hört sich ein bisschen bescheuert an, dass er arbeitet und neben mir keine andere mehr hat. Mhm. Ja, und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass er dann mit meiner besten Freundin dann nebenbei zusammen war. Doch. Wie? Du hast den einfach irgendwo in einem Chatraum kennengelernt? Ja. Und ja, was ist denn das für ein Zufall? Und der hat auch zufällig deine Freundin, chattet ihr in den gleichen Räumen oder wie kommt das? Nee, also ich bin bei meinem Vater gewesen zu Besuch. Mhm. Und hat mein Vater dann gefragt, ob ich mal für ein paar Stunden oder eine Stunde ins Internet kann. Ja. Hat er gesagt, alles klar, kein Thema, weil er sowieso gerade am Chatten war. Ja. Dann habe ich halt meinen Ex kennengelernt, ne? Also diesen Typ, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, genau. Ja, aber ich frage mich jetzt, wie kann das sein, dass der mit deiner Freundin zusammen war? Ja, haben sich schon 2,5 Jahre gut gekannt und er war auch schon ziemlich lange mit ihr zusammen, auch in der Zeit, als ich mit ihm geschattet habe. Aber dann kanntest du den doch vorher, wenn die 2 Jahre zusammen waren? Nein. Wie? Du ich kennst kannte den, ihn, also du kennst den Freund deiner besten Freundin nicht? Was ist denn da los? Nein, das Thema ist, ich habe ihn, wie gesagt, im Internet kennengelernt, mhm, kannte ihn eine Woche, ja, und da in dieser Woche hat sich dann blöderweise rausgestellt, nachdem ich zu ihm gezogen bin, ich bin nach einer Woche zu ihm gezogen, so blöd ich gewesen bin. Das wird ja immer doller. Du hast einen Typ im Chat kennengelernt. Ja. Hattest dich noch gar nicht mit dem getroffen? Nein. Und ziehst zu dem? Ja, ich habe telefoniert, ich habe jeden Abend mindestens 4 Stunden lang mit ihm telefoniert gehabt. Eine Woche lang? Ja, eine Woche. Wir halten fest. Eine Woche. Und nach einer Woche entscheidet die süße Christine, auch zu dem ziehe ich jetzt. Ja, ich bin halt so naiv, so blöd bin ich eben. Ich wollte es nicht so ausdrücken. So, ja, dann, mach doch nichts. Nein, also, und dann ziehst du, und dann bist du zu dem, wie, gezogen, mit Sack und Pack, mit deiner ganzen Klamotten? Ja, ich habe mir einen Koffer gepackt, weil ich hatte sowieso die Schnauze voll von Hessen, also ich habe in Hessen gewohnt. So, und dann kommst du da an. Sah er denn so aus, wie er sich zumindest beschrieben hatte? Ja. Also das schon? Ja. Und was war jetzt alles in allem Lüge? Nö, das nicht. Nur, ich weiß, das klingt ein bisschen bescheuert jetzt, ne? Aber es ist halt so und ich werde mich da jetzt auch... Also mit ihm selber befasse ich mich jetzt gar nicht, weil... Wie lange hast du denn dann da gewohnt? 8 Monate war ich mit ihm zusammen. 8 Monate? Ja. Und so. Ich bin malochen gewesen, also arbeiten gewesen. Stopp. Ich muss das noch klären mit der Freundin. Das kapiere ich immer noch nicht. Und der war auch vorher oder gleichzeitig mit deiner Freundin zusammen? Ja, mit meiner besten Freundin. So, und nochmal die Frage. Du hast den Freund deiner besten Freundin vorher nicht kennengelernt? Nö. Ja, was? Also ich lerne immer die Freunde oder Freundinnen meiner besten Freunde oder Freundinnen kennen. Andersrum. Ihn habe ich ja kennengelernt, aber sie nicht. So rum. Wie, du hast deine beste Freundin nicht kennengelernt? Ich habe sie während der Chattens kennengelernt. Ach, das war eine Chat-Freundin. Genau. Ach so. Ich dachte, das wäre so eine ganz normale Freundin. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, genau. Sie hat neben ihm gesessen. Wir hatten beide die Cam an, also die Internetkamera an. Ja.
Und ja, dann. Also, das ist eine Geschichte, aus der ich ehrlich gesagt nicht so ganz schlau werde. Aber die Sendung ist jetzt auch gleich rum, aber du bist wieder aus der Nummer raus. Ist das so? Ja. Ich bin bei ihm ausgezogen. Und ich habe jetzt meine eigene Wohnung. Und dir geht's jetzt wieder gut? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich muss zwar noch Formalitäten. Genau, Formalitäten klären. Christine, ich muss hier raus. Das ist auch eine Formalität. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, tschüss. Tschüss. In der Technik, Gero Kutte, vielleicht habt ihr es ja verstanden. Ich habe es nicht richtig verstanden. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, schöne Nacht.